Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Rogue Legacy 2. Eine kurze Ergänzung zur letzten Folge, beziehungsweise zu den Tipps und Tricks, was ich euch noch so präsentieren wollte. Eigentlich nur zwei kurze Dinge. Einmal ganz wichtig hier in der Stadt, immer wieder mit den Leuten reden, also hier im Hub. Das habe ich ja auch im Let's Play dann irgendwann festgestellt. Mittlerweile, jetzt gerade 3-4 Tote später, habe ich von ihm hier nochmal Seelensteine bekommen und auch von ihm hier. Das heißt, wenn immer irgendein Gespräch hier ist, mit den Leuten quatschen und dann bekommt ihr auch immer wieder Seelensteine. Solltet ihr euch mal verskillt haben oder irgendwas Wichtiges hier im Seelenshop nicht gekauft haben, könnt ihr das da dann relativ gut nachholen. Da gibt es immer 500, 600 Seelensteine von den Leuten und da bin ich da halt voll auf Erzgewinn und so weiter gegangen. Ja, das nächste Ding, was noch wichtig war, ist hier unersättliche Gier. Da war natürlich die Frage, okay, wie hoch geht Charons Meisterschaftslevel insgesamt? Jetzt bin ich gerade irritiert, weil es hier klingelt. Und zwar geht der bis 100. Wir haben Charon maximal können wir den normalerweise auf Level 25 ziehen. Das sehen wir jetzt hier an der Stelle. Ich bin jetzt hier Level 37 bei ihm. 25 plus 12 durch das unersättliche Gear-Ding da bin ich bei 37. Und hochleveln kann man ihn dann bis Level 100. Ja, das war noch so ein wichtiger Hinweis, den ich euch geben wollte. Also wir können hier Tributstufe 100 erreichen bei Charon. Und ihr könnt, wie gesagt, hier die Gespräche führen in der Stadt, um dann die Seelensteine zu bekommen. Das war es soweit von meiner Seite. Viel Spaß mit dem Tipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao.